Hallo, Ali hier. Herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Und jetzt erste nächste Mission. Direkt los, keine Zeit verlieren. Man will ja auch vorwärts kommen. Ich sage jetzt, fange jetzt schon mal an, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ich werde jetzt heute nur zwei Folgen aufnehmen, die jetzt dann dieses Wochenende noch unbedingt raus müssen. Und das werden von Star Trek Online auch die letzten Folgen sein. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist das Spiel irgendwie nichts für mich fürs Let's Play. Das tut mir leid für die, die das verfolgen. Aber wenn man sich mit einem Spiel jetzt nicht so wohl fühlt, sollte man es sein lassen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich mich selbst sehr motiviert kriege, allein durch die Aufnahme. Denn ich habe ja damals, als es rauskam, hier Lifetime-Abo abgeschlossen und das war ja nicht günstig. Und ich habe es in all den Jahren nie geschafft, einen Charakter auf Maximalstufe zu bringen, auch wenn ich was weiß ich wie viele Stunden im Spiel zugebracht habe. Aber ich glaube, ich bin den MMOs einfach ein bisschen überdrüssig geworden. Nach, glaube ich, über 3 Jahren WoW und einer langen Zeit in Warhammer und so weiter, ist es wohl irgendwann doch so weit gekommen, dass ich mit MMOs derzeit nicht so viel anfangen kann. Ich hatte halt gehofft, dass ich über das Let's Play die Motivation wiederkriege, halt mal endlich einen Charakter hochzuspielen, deswegen habe ich das ja nicht angefangen. Das ist ja bei den meisten meiner Projekte der Fall, dass es teilweise halt Spiele sind, die ich nie durchgespielt habe. Und das wollte ich ja, wie gesagt, gerne nachholen und mich durch die Projekte motivieren, das auch durchzuziehen. Da aber gerade bei dem MMO hier der Kommentar doch, weiß ich nicht, so ganz nicht meins ist. Yeah, gutes Deutsch. Und ich, wie gesagt, auch wenn ich nur so wenig hochlade und theoretisch dabei so knapp 2,5, höchstens 3 Stunden im Monat reichen würden, wenn ich es nur am Wochenende hochlade, so fällt es mir trotzdem schwer, mich zu dieser relativ geringen Aufnahmemenge zu motivieren. Das klingt doof und ist es vielleicht auch und ich weiß es nicht. Ich werde jetzt diese Mission hier spielen und das werden dann wahrscheinlich 1 oder 2 Folgen werden, das sehen wir dann. Und ja, also theoretisch werden 2 Folgen, die meisten Missionen dauern ja ihre 30 Minuten. Ich werde jetzt einmal wieder nach 15 Minuten knapp einen Cut setzen und dann die Mission sozusagen in der Abschlussfolge dann zu Ende spielen. Jetzt holen wir uns mal den Lagebericht. Captain, die Shikar berichten von periodischen Fehlern. So. Lassen Sie die Wissenschaftler an Bord und helfen Sie ihnen, die Scans der Anomalien in diesem Gebiet abzuschließen. Okay, also erstmal dahin. Ich finde es auch, das kann ich jetzt auch als in dieser Folge mal, Ich finde das Spiel auch ein bisschen bei weitem nicht so schön, wie ich es mir damals halt gedacht habe. Was weiß ich nicht. Ich bin ja eigentlich ein großer Star Trek-Fan und ich habe damals auch, wie gesagt, nichts lieber gemacht, wie MMOs auch zu spielen. Sonst wäre ich ja nicht ewig und 3 Tage in WoW und so hängen geblieben. Das ist aber eine weite Strecke, die ich jetzt fliegen muss. Und hatte mir dann halt damals gehofft, deswegen auch das Lifetime-Abo, dass das hier das Spiel schlechthin für mich wäre. Wie ihr aber auch in den letzten Folgen gesehen habt, kann ja nichts besser, als mich darüber aufzuregen, wie extrem actionlastig dieses Spiel ist. Was natürlich jetzt für viele Leute nicht schlimm ist und was mich normalerweise auch nicht so sehr stören würde. Aber ich finde gerade Star Trek lebt nicht nur von der Action.
Wir sind, was, wer? Ach so, okay. Jetzt ziehen wir Schaden oder was? Okay, gut. Wie gesagt, Star Trek lebt ja normalerweise nicht von der Action an sich, sondern, wie gesagt, mehr so von, ach, wie drückt man das aus? Vermittlung moralischer Wertvorstellungen? Nein, ich weiß es auch nicht. Sagen wir mal so, das eigentliche Star Trek-Gefühl von Anno dazumal bringt dieses Spiel einfach nicht rüber. Und nicht nur das, wie sage ich das am besten? Nehmen wir mal an, ich habe ja bei dem Spiel sehr darauf gehofft, dass es eine Menge Anspielungen auf Star Trek geben wird. Die sind natürlich auch da. Allein, dass man sich im Star Trek-Universum bewegt, ist ja grandios. Das Problem ist nur, es gibt halt auch relativ viele Bezüge auf die Serien, auf die Serien und Filme, und das ist ja wirklich klasse. Aber ich finde, es wurden da eine Menge Fehler auch gemacht, die ich sehr schade finde, weil man daran merkt, dass nicht alles, was hier mit Star Trek zu tun hat, falsch ausgedrückt, dass halt nicht alles hier so mit Star Trek zu tun hat, wie es sein sollte. Und dass Sachen, die damals in den Serien und so passiert sind, oder halt auch in den Filmen, hier wiederum anders dargestellt werden. Ich erinnere mich da an eine Mission, wo ich eigentlich gehofft habe, oder ich mich erinnert hatte, dass die relativ früh kommt. Es scheint jetzt nicht der Fall zu sein, sonst hätte ich das dann nicht bei dieser Mission noch erwähnt. Und zwar, in der Originalserie gibt es eine Folge mit so einem, ich glaube, der Hüter, oder wie heißt, ich weiß es nicht genau. Vielleicht irre ich mich jetzt auch beim Titel, aber das ist egal. Pille kriegt irgendwo eine Überdosis ab, dreht komplett ab, beamt sich auf den Planeten. Kirk, Spock, Uhura, Scotty oder so, ich weiß nicht genau, wer alles. Beamen natürlich hinterher und wollen ihn abholen, und dann sehen sie noch, wie Pille durch so ein komisches Portal springt und in die Zeit zurückreist, und nachdem Kirk versucht hat, wieder die Enterprise anzufunken, klappt das nicht, weil die ist weg. Denn Pille hat in der Vergangenheit irgendwas so sehr geändert, dass sie sich auf die Gegenwart halt auch mit auswirkt, so dass die Enterprise gar nicht mehr existiert und sie deswegen die nicht mehr erreichen können. Und die sind eigentlich nur doch dort auf dem Planeten und werden dort elendig zugrunde gehen, da sie durch dieses Portal und die dadurch entstehende Anomalie, nennen wir es einfach mal so, durch diese Zeitveränderung geschützt war. Also reisen Spock und Kirk hinterher und wollen, dass alles in Ordnung wird. So. Genau dieses Portal gibt es hier im Spiel auch. Ja, und das fand ich ja zum Beispiel schon klasse. Das Problem daran ist, dass jetzt in diesem Fall im Spiel jetzt nicht nur einzelne Leute durch dieses Portal gehen können, sondern aus irgendeinem Grund ganze Raumschiffe dann in die Vergangenheit reisen, wie wir zum Beispiel auch. Ne? Und ich finde da... da stimmt was nicht. Das hat damals nicht geklappt. Warum sollte das jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Zeitspanne ist, 200 Jahre später oder wie auch immer, warum sollte das dann jetzt plötzlich funktionieren? Das finde ich, ja, doof. Auch wenn ich natürlich den Bezug in dieser Mission wieder ganz klasse finde, weil es geht dort dann, ja, ich glaube, ich muss den großen Klumpen da unten. Ne? Ja, sieht so aus. Denn es geht ja dort in der Mission dann wiederum darum, ne, mit Reise in der Vergangenheit und so weiter und so fort, um die Information, warum die Klingonen damals in der Originalserie anders aussahen, wie in allen Teilen danach. Allein schon in den Filmen hatten sie ja dann plötzlich die Stirnwülste, und die hatten sie ja in der Serie nicht, ne, weil Kosten sparen und Schlag mich tot. Ne, also einfach nur ein bisschen farblich angepinselt und so ist ein Außerirdischer, und nachher gab es halt die Stirnwülste und alles Mögliche, und dann gab es erst die Klingonen, wie wir sie heutzutage kennen. Und wie gesagt, das wurde dort dann halt, ja,
mit erklärt. Ich will da jetzt von dieser Quest nicht zu sehr mit vorweggreifen. Ich möchte ja, dass jeder Spieler sonst spielt, wenn ich es schon nicht schaffe. Das ist halt... Wir sind in den Nebel geflogen, Sir, der Antrieb leider, und ich empfehle nicht, den vollen Impuls zu nutzen. Okay. Das ist immer so weit. Na, also, wie gesagt, ist... Zum einen ist es halt wirklich sehr actionlastig, was mich halt einfach an Star Trek dann stört. Oder was mich im Star Trek-Universum dann stört, weil das... Da ist doch ein Feind. Da bilde ich mir das ein. Deiner Seite steht doch Feind. Feind? Ich sehe den nicht. Jetzt ist er weg, oder? Na egal. Na, also wie gesagt, mich stört das. Und da mir auch, wie gesagt, doch einiges an Motivation fehlt, gerade bei diesem Projekt dann auch weiterzumachen, wenn ich mich damit halt so wohlfühle, wird's halt eingestellt. Das tut mir leid für euch, aber es ist nun mal so. Und ja. Es gibt jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt sagen, hier, das Anomalien-Scannen und so weiter ist bei weitem nicht so spannend wie der Raumkampf. Da stimme ich dann auch jedem zu. Aber wenn man jetzt Star Trek, Entschuldigung, wirklich ernsthaft spielen, erleben, wie auch immer möchte, gehört das einfach dazu und müsste, ja, es müsste 90% des Spieles ausmachen. Es müsste 90% des Spieles darum gehen, um Kontakte mit anderen Lebensformen, die gut oder schlecht, wie auch immer, einem gesonnen sind, oder halt um solche Anomalien und wie sich das auswirkt. Ich finde, alles, was die Serie ausgemacht hat, sei es gut, in der Original jetzt doch nicht, aber sagen wir ab The Next Generation, nämlich dieses auch das Zwischenmenschliche, dieses, ja, ich weiß nicht, das kann so ein Spiel einfach nicht rüberbringen. In diesem Spiel wird man einfach so, hier, du bist im Weltraum, du hast ein Schiff, das kann man aus Star Trek nehmen, und dann gibt's Gegner, die nehmen wir auch aus Star Trek, und dann schießt du die einfach über den Haufen und schon haben wir Star Trek Online. Ja, ich find's im Nachhinein immer noch schade, dass es halt so gelaufen ist. So, können wir jetzt endlich wieder, ja. Und wie gesagt, wahrscheinlich stelle ich mich da auch einfach nur an, und 5 Millionen anderen Star Trek-Spielern oder so finden das total grandios, so wie es gemacht wurde. Aber ich nicht so wirklich. So, denn selbst jetzt, wo wir nur Anomalien scannen, brauchen wir auf alle Fälle irgendwelche feindlichen Schiffe, die wir kaputt schießen müssen, weil sonst das ganze Spiel natürlich keinen Sinn macht. Ne, also, wie gesagt, und das sind dann halt die, ja, wir sind in einem Nebel, das ist ja schön und gut. Also wie gesagt, deswegen finde ich das halt alles ein bisschen, naja. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch ganz allein nur meine Ansicht, oder vielleicht teilen das halt nicht so viele, wie ich das gerne hätte, oder wie auch immer. Ne, das eben das Actionlastige und so weiter, das stört mich. Meine Motivation für MMOs ist halt geringer geworden. Und ich finde übrigens auch total schrecklich, dass ich immer, wenn ich gerade denke, so, jetzt nimmst du mal auf, ja, brauche ich erstmal 5 Stunden Update, ehe ich dann spielen kann. Naja, gut, ganz so schlimm ist jetzt auch nicht. Also meistens sind das dann halt 500 MB plus, die muss ich dann halt erst laden, und naja. So, auf diesem Asteroiden wird wahrscheinlich dann irgendwie jetzt eine Basis von den Gegnern sein, in die ich eindringen muss oder so, und dann, naja. Ne, wie gesagt, das total aggressive, wie die Föderation halt so drauf ist und die Sternflotte immer Mord und Totschlag und
Ne, so mit, ja. Ne, warum versuchen, eine friedliche Lösung zu finden, wenn man die Gegner auch einfach weghauen kann? Das haben die auch noch vorbeigeschossen. Und was ist das, was hier um mich rumschwirrt? Ich kann es nicht lesen. Ich brauche eine Brille. Oder ich muss endlich mal näher an den Fernseher rücken, damit ich es lesen kann? Na, ne. Ich finde eigentlich ganz eine schöne Entfernung so. Was sind denn das für welche? Sind das die, ich überlege gerade, das Schiff habe ich schon mal irgendwo gesehen. War es ein Film? War es eine Serie? Die Fangfregatte. Wer ist das? Für Klingonen sehen die doch ein bisschen seltsam aus, die Schiffe. Naja. Wird man bestimmt nachher noch sehen, wenn man nachher bestimmt auf der hier drauf befindlichen Mine, Station oder was auch immer was sind. Oh, was wir mitnehmen. So. Weiter ran. Scannen Sie die Anomalie. Jetzt können wir ja mal stehen bleiben. Dann brauchen wir nicht alle Schiffe nochmal angreifen. Worben Sie zur Sternbasis 114. Ja, das kriegen wir hin. Aber erst in der nächsten Folge. Genau, ja, erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, und die nächste ist dann die letzte. Es tut mir leid. Bis denn. Tschüss.